Mein Name ist Rudi Ott. Ich bin seit 2006, glaube ich, bei der Fotoszene. Ich war bis 1997 8 Jahre in München, bin dann wieder nach Nürnberg zurückgekommen und in die Fotoszene und bin da jetzt bei allen Ausstellungen im Prinzip dabei gewesen. Mein fotografischer Werdegang, der geht eigentlich mit der Agfa-Box los, die ich als Fünfjähriger schon meine Eltern, Mutter, ich habe keinen Vater, ich bin ohne Vater aufgewachsen, fotografieren musste. Der ging dann später weiter über die Vogtländer, ging dann 1978 habe ich mir die erste Nikon gekauft und seitdem bin ich bei Nikon geblieben. Und ja. Dazwischen gab es noch eine Revuflex. Von meinem ersten Lehrlingsgehalt mit 16 habe ich mir eine Revuflex-Spiegelreflexkamera gekauft, die ich dann allerdings in Neu-Delhi gegen ein Heimflugticket umtauschen musste. Dann war es das mit der Spiegelreflex erstmal. Es hat keine extra fotografische Ausbildung stattgefunden. Ich hatte schon einen Beruf, ich hatte ein Studium und konnte dann durch Zufall beim Günter Derleth in Atzenhof anfangen und habe das über eine Assistenz abgehandelt. Und ich finde auch, Fotografie ist ein super Quereinsteigerberuf, wo es sehr, und gerade wenn man Menschen fotografiert, wo es sehr viel um menschliche Erfahrung und so weiter ankommt, da braucht man jetzt keine Lehre, um die richtige Belichtung zu machen. Das eignet man sich so an im Laufe der Zeit. Ich habe auch dann mir erstmal mit 18 dann eine Dunkelkammer zugelegt und experimentiert und rumgemacht. Und so peu à peu weiß man, wie es geht, das Technische. Den Rest, den muss man über die menschliche Erfahrung machen. Dieses Rollover Bellhofen, das ist ein Inklusionsfestival, das in Großbellhofen bei Schneidach jedes Jahr stattfindet. Letztes Jahr natürlich nicht, logischerweise. Und da darf ich seit 3 Jahren fotografieren und ich habe sehr viel Musik fotografiert früher, sehr viele Bands, sehr viel Bühne und habe dann irgendwann festgestellt, dass ich das ja auch mal umdrehen kann, dass ich ja mal die Zuschauer auf die Bühne holen kann und das kann ich durch die Fotografie machen, indem ich sie fotografiere wie Stars. Das heißt, ich habe extra dieses Schwarz-Weiß gewählt, dieses sehr harte Schwarz-Weiß, was ich sonst nur für jemanden nehmen würde, der sich bewusst unsterblich machen will, indem er sich fotografiert, wie es die Stars halt machen lassen. Die lassen sich so fotografieren, dass sie unsterblich sind. Und das wollte ich halt umdrehen und habe mir so ein kleines Ministudio aufgebaut und habe mir die Leute, habe sie gebeten, vor die Kamera zu gehen und habe diese Porträts gemacht. Wenn du Leute auf der Bühne fotografierst oder überhaupt Leute, die beim Reden oder Agieren sind, dann hast du wahnsinnig viel Ausschuss, weil du Bilder produzierst, wo die Zunge raushängt, das Auge schief ist, die ganze Physiognomie verzerrt ist. Und genau das habe ich im Prinzip bei den behinderten Menschen auch gefunden. Und hat mich erinnert an die Stars, die ich auf der Bühne hatte, dass die auch solche Gesichter machen. Und der einzige Unterschied ist eigentlich, der normale Mensch, der kann die Physiognomie wieder glätten. Viele von den behinderten Menschen können das nicht. Die können das nicht selber bestimmen, wie die Physiognomie ist. Und von daher hatte ich überhaupt keine Bedenken, die zu fotografieren, weil sie sind ausdrucksstark. Sie sind wahnsinnig ausdrucksstark. Von daher denke ich, ist das okay, oder? Und dieses Rollover Bellhofen ist natürlich geklaut, gecovert, sagen wir mal besser, von Rollover Beethoven. Und da gibt es eine CD, hätte ich fast gesagt. Da gibt es eine LP von 1963 von den Beatles und das habe ich gecovert da drin. Das ist Schwarz-Weiß-Porträts mit diesem roten Rand und anstatt Rollover Beethoven heißt es hier Rollover Bellhofen.